Zack, sie weiß ja Bescheid. Und du kannst ruhig ein bisschen mehr nach links. Vom Friseurstuhl zum Trainerjob. Was ist die größte Herausforderung oder Umstellung gewesen für dich? Die größte Umstellung ist eigentlich, man hat ja im Salonalltag einen gewissen Trott. Man weiß ganz genau, Kundin Frau Müller-Uthe, die kommt jetzt dann und man weiß ganz genau, welche Rezeptur man aufträgt, man weiß, welchen Haarschnitt. Auch wenn die mal was anderes möchte, grundlegend gibt sich einfach eine gewisse Wiederholung halt einfach, ein gewisser Trott. Und so jetzt als Trainer ist man einfach viel unterwegs. Man sieht jeden Tag einen ganz neuen, einen ganz anderen Trott, in dem man eigentlich nicht hineingehört, aber für diesen Tag ist man mitten in der Welt von den Kollegen. Theorie oder Praxis? Ich würde sagen, beides. Ich würde mich nicht festlegen. Theorie ist halt sehr, sehr wichtig. Ich weiß, viele Kollegen, was den Farbkreis betrifft, die denken sich, ja, das kennen wir alles schon, das haben wir damals in der Berufsschule gelernt. Allerdings ist es trotzdem wichtig, die Theorie zu kennen, um schön in die Praxis umsetzen zu können. Tiere beobachten oder Tiere haben? Ich habe Tiere und ich beobachte die. Nein, also ich gehe auch gerne in den Zoo und ich bin auch gerne in der Natur draußen und sehe mich da gern um. Aber am schönsten ist trotzdem, ich habe Katzen, die eigenen Tiere zu beobachten, wie sie wirklich von ganz babyklein in super groß werden und wie sich einfach auch der Charakter und das Tier an sich entwickelt. Fertig kaufen oder selbst bauen? Also ich bin schon Fan von DIY. Aber manchmal ist einfach dann die Möglichkeit irgendwie begrenzt, wenn man einfach spezielle Werkzeuge oder Hilfsmittel einfach braucht. Genau, deswegen würde ich sagen, auch da beides. Aber ich würde schon eher zum Selbermachen tendieren. Hast du viel in deiner Wohnung oder in deinem Hause viel, was du selbst auch gemacht hast oder Yeah. ihr? Ja, also wir haben einiges an Deko, die wir selber machen. Momentan sind wir in einem ganz großen Projekt drin, aber wenn das fertig wird, wollen wir auch vieles auch für unsere Katzen selber machen, dass die in die komplette Höhe mit reingehen, dass die alles so ein bisschen so verspielen. Wir mögen Holz und da schauen wir eben, dass das alles schön zusammenpasst und trotzdem einfach ein Zweck und Deko gleichzeitig ist.